Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Video. Und man sieht es vielleicht auch schon. Ich habe mal wieder ein bisschen Feuerwerk angekauft, Klasse 1. Bei Action. Ja. Haben wir als erstes mal das Skywalled. Sieht ein bisschen aus wie das Leslie Light My Fire. Ziemlich groß. Und als nächstes das Fire Fun. Ziemlich coole Sortierung eigentlich noch wohl. Fontänen sind auch relativ max, man sieht's. 7 Gramm, 7 Gramm, 7 Gramm. Ganz cool auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt drauf. Habe alles einmal mitgenommen, was da war, außer Wunderkerzen und Knallerbsen. Dann habe ich hier sogar Konfetti-Shooter mitgenommen. Von wem die sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das restliche Feuerwerk ist alles komplett von Breukhoff. Für diejenigen, die es nicht wissen, was Action hat. Ja. Da habe ich 4 Stück von. Schön mit Silberpapier zugemacht hier. Dann habe ich hier noch Handfackeln. Ist jetzt hier die blaue. Auch alles F1. Logischerweise unterm Jahr. Zehn Gramm. Ziemlich cool. Bin ich auch mal gespannt drauf, habe ich noch nicht gehabt. Hier die rote. Die hatten noch, ich glaube, noch 2 Farben mehr, aber rot und blau fand ich am interessantesten. Auch 18 Gramm. Alles von Breukhoff. So, dann haben wir hier für Fire Festival eine etwas kleinere Sortierung. Bin ich richtig gespannt drauf. Habe ich vom Breukauf noch nicht gehabt, die Sortimente. Hier haben wir noch ein zweites. Auch ein Fire Festival. Richtig cool, Leute. Und auch hier wieder die Fontänen mit 7 Gramm. 7,5 sind Max. Aber hier haben wir 7 Gramm. Das reicht eigentlich auch für F1. So, was haben wir denn noch? Dann habe ich hier noch Bodenwirbel mitgenommen. 20 Stück in der Packung. 1,8 Gramm pro Stück. Ja, mal ausprobieren, wie die sind. Mal sehen. Ganz habe ich dreimal. Ich glaube, die kamen 1 Euro, meine ich. 99 Cent. Also preislich. Alles noch vollkommen in Ordnung. So, dann haben wir hier als nächstes das Fountain Pack. Auch richtig cool. Auch 7 Gramm. Pro Stück, wohlgemerkt.
Ja. Richtig coole Sachen auf jeden Fall. Hier habe ich auch dreimal. Hier noch zweimal. Dann habe ich hier noch Powerballs mitgenommen. Beziehungsweise Cracking Balls. 50 Stück in der Packung. Man kann so aber schon hören, dass es keine lose Schüttung ist, sondern da ist einfach nur so ein Pressling drin. Finde ich jetzt nicht so toll. Ganze habe ich auch zweimal mitgenommen. Hier ist noch einmal. Können auch mal schnell gucken, wie viel NEM die haben. Oh, 1 Gramm. Okay. Ist ja nicht so doll. Hat aber auch nicht viel gekostet. 2 Euro. Weiß gar nicht, 2,60 Euro, glaube ich, eine Packung. So, dann haben wir noch ein Sortiment. Spacer. Sortierung sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Das hier unten sind, glaube ich, ja, Knallerbsen, würde ich mal sagen, 30 Stück. Knallerbsen. Wer soll das denn lesen können, Junge? Tracker. Sind ein paar coole Sachen bei, auf jeden Fall. Star Fountain. Der NEM ist jetzt hier natürlich nicht so viel. Habe ich auch zweimal mitgenommen. Fand ich eigentlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen teuer. Da kamen 3 Euro noch was. Aber ich habe es zweimal mitgenommen. Mal gucken. Ja, und das war es eigentlich auch schon, Leute. Was habe ich dafür bezahlt? 55, 56 Euro, sowas habe ich jetzt ungefähr dafür bezahlt, für alles zusammen. Ist ein schönes Sortiment, was sie haben, auf jeden Fall. Schöne Fontänen, Cracking Balls, also alles Mögliche. Ist eine schöne Sache. Kann man auf jeden Fall mal machen. Enttäuscht wird man, glaube ich, nicht, außer die Cracking Balls. Die sind natürlich jetzt schon enttäuschend. Aber was soll man machen? Aber zum Verzünden für unterm Jahr reicht es auf jeden Fall. Auf die großen Sortimente bin ich wirklich mal gespannt. Konfetti-Shooter sind natürlich für Silvester. Unterm Jahr brauche ich die nicht. So, eine ganze Haubox voll. Klasse 1 Feuerwerk. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.